So, hallo, Wombat Air, Follower, noch gibt es ja nicht so viele. Wir müssen heute an diesem etwas regnerischen Nachmittag auch unsere zweite PC-12, die VH-WOM, nach Stuttgart bringen. Deren Homebasis ist nämlich Stuttgart. Und wir stehen hier am Flughafen Buchs bei richtig miesem Wetter. Ich habe soweit schon alles eingetütet mit ATC. Die Maschine läuft. Wir haben auch schon die Rollfreigabe erhalten. Und ja, ich würde mal sagen, dann rollen wir mal los. Wir starten von der 06 heute. Das ist ganz in Ordnung. So. Ja, das sieht auch okay aus. Alles läuft. Wir sind soweit. Gut. Diesmal habe ich auch, ach nee, halt, was ich noch vergessen habe, das habe ich das letzte Mal nämlich vergessen und das hat dann ein Desaster geändert. Ich sollte vielleicht den Kabinendruck entsprechend einstellen. Die haben uns was auf, nee, so viel brauchen wir nicht, 500 Fuß über, 500 Fuß über maximaler Flughöhe, über Reiseflughöhe. Die haben uns auf 1500, ja. Die haben uns auf FL 150 heute eingebucht. Dann müsste das ja so passen. Okay, gut. Wie schon gesagt, der Autopilot ist auch soweit klar. Wir haben alles hier eingetackert. Ins erste Navi. Ich bin jetzt mal mutig und sage, das muss reichen. So, dann würde ich sagen, sieht ja alles ganz gut aus, gell? So, ich stelle mir mal meinen Autopiloten soweit ein. Test. Okay. Autopilot tut. Okay. Dann, was war die Initial Altitude? 8000. Kommt das Dreh mir auch noch schön rein? Halt, falsch. Ja, Steiggeschwindigkeit einstellen ist auch nicht schlecht. Und dann können wir auch schon starten. Ach, warte mal. Da ist es echt besser, wenn ich es mir. 8000 hat sie gesagt. Ja. Genau. Nein, nicht 800. Nein, jetzt ist komplett verklebt. So war es nicht gedacht. Ah, das ist Flight Director an. Entschuldigung, ich muss mit dem Muster noch ein bisschen üben. So rum. So rum wird ein Schuh draus. Ja, ich weiß, wir verbrennen hier schon fröhlich Sprit, ist mir auch klar. Die Steiggeschwindigkeit stelle ich mir gemäß meiner Checkliste ein. Und zwar brauche ich jetzt die Taxi-Check. Das muss ich mal irgendwann löschen, dieses. So. Strobe light switch. Die sucht. OHP. Ja, die ist On. an. Taxi light switch. OHP. On. Ja. Condition lever. Ground idle. Ist in Ordnung. Ground idle. Parking brake. Ach, ja, hör mir doch auf mit deiner Warnlampe. Das Mist. Das Ding wird schon fliegen. So. Zack. Parking brakes released. Die ist, das haben sie aber schon gesagt. Die ist relativ giftig am Boden, die PC-12. Das habe ich schon bei der ersten gemerkt. Beim ersten Flug. Ein bisschen auf die Bremse latschen. Ja, das Stand sich ein bisschen unglücklich. Das Buch sich ein bisschen unglücklich mit den Texturen. Ich sollte mir einfach angewöhnen beim Flugplatz. Genau, das ist die berühmte Straße, wo man per Funk die Ampel anfordern muss. Da, ich bin leer. Nochmal. Ja, hier liegt die schon. Oh. Also die ist übel. Die Gurke ist echt übel. Den scheiß Autopilot aus. Nein, auch kein Standby. Du bist ganz aus jetzt erst einmal vor dem Start. Und dann bringen wir diese Kiste auch nach Stuttgart. Wir haben jetzt 17:12 Uhr. Dann sollten wir gegen 18:12 Uhr Ortszeit in Stuttgart ankommen.
So, jetzt latschen wir noch beide Bremsen voll. Jetzt müssen wir nämlich scharf um die Ecke sägen. Ich bescheiß mal und kürze mal das Apron ab. So, hopp, 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 mehr. Und dann ganz nach hinten durch. Also wegen dem schlechten Wetter habe ich jetzt gesagt, ich bin ganz faul und mache komplett IFR. So, ich bin im Leerlauf. Ich bin ohne Flachs, ich bin im Leerlauf. Also ich muss mal die Checklist überarbeiten, dass dieses /////// Request Taxi, dass das mal rausfällt, weil das nehme ich eigentlich als selbstverständlich an. Ich kann gar nicht vorsichtig die Bremslatsche, hey. Die zieht sofort in die eine oder andere Richtung. Also Ground Handling ist bei dem Flugzeug gewöhnungsbedürftig. So, der Rest machen wir aus dem Cockpit. Also ja, ja, ist schon recht. Check moving. Left oh. Test. Ah. Right brake. Das ist ja, also das ist die Xperialistik. Reverse power. Check. Check. Go to holding point and set park brake. Ja. Go holding point. Parking brake. Set. Set. Cooling / heating switches off. OHP. Ja, sind off. Check. LH / RH fuel pump switches ja. off. OHP. Auto. Check. Landing light switch. OHP. On. Taxi Was ist? Light switch. OHP. Off. Pass wing no SMKG switch. OHP. On. Ja. Seat switch. OHP. Ja, ich auch an. On. Ja, 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 bitte nicht. Genau, genau. Takeoff ////. Box Tower. Good afternoon. So. WOM 777 November 777 Whiskey Oscar on holding point of runway 06. Ready for departure. Ah, mein Ding stimmt auch nicht, mein Callsign fällt mir da gerade ein. WOM 777 November 777 Whiskey Oscar, wind 753 knots, runway 06, cleared for takeoff. Danke. Cleared for takeoff runway 06, WOM 777 November 777 Whiskey Oscar. So. Check. Transponder ist auf Alt. CP. Alt. Warning panel, CP. Die Stabilizer Trim stimmt nicht. Das muss ich mir auch nochmal noch im Handbuch durchgucken. Ich trimmt. Jetzt sehe ich es. Da, guck mal. Da sieht man es rechts, die Trimmung. Aber die ist jetzt für mich eigentlich so in Ordnung. Jetzt wäre sie für mich im grünen Bereich. Jetzt können wir es eigentlich dismissen. Aus meiner Sicht. Ja, gut. Okay. Warning Panel, check. Check. Parking so, dann wollen wir mal los. Release. Ich mich verarschen, ich hab Ding wieder alles wie ein Spaum. Ganz ehrlich, also die Checkliste ist jetzt wirklich, also die Checkliste für mein Cessna 208 Grand Caravan, die ist echt toll. Ja, das muss ich ganz klar sagen, die ist super. Aber die PC12, das ist, der Checkliste traue ich noch nicht. Und auch das, die Bremserei, die ist mir mit XP, so, mit XP realistisch zu wackelig. Jetzt bin ich beide Bremser voll. So. Muss ich schon den Parking Brake ziehen, okay. Go align. So. Condition lever. Flight idle. Parking Brake. Release. So, Rotate, Torque, 44,3 PSI, 800 Grad, 104% Turbine Speed, 1700 Umdrehungen. Das Ding hat doch überhaupt keinen Condition Lever, gell? Keine Klappen? Ja, be careful, Torque Limit. Das ist nämlich das, jetzt gehen wir mal Flaps-Ding. 44. Engine Oil. Ja, das kriegen wir hin. Okay. Ich verarsche, irgendwas passt ihm nicht. Ich weiß aber nicht, was. Ja, wir werden sehen. Okay. Dann, Release. VR80 Kias. IPL.
50, 60, 70, 80. Rotate. Rotate. TRQ, Torque, EIS. Fahrwerk rein. ITT, Turbine Temp, EIS. NG, Turbine Speed, EIS. NP, Propeller, EIS. Propellerdrehzahl 1700. EIS. 10 to 17 Psi. WOM 777 November 777 Whiskey Oscar, QNH 1020. Contact center on 125.15, by. Brake, to stop wheel spin. Apply briefly. Landing gear, CP. Up 100 feet. QNH 1020. Contact center on 125.15, goodbye. WOM 777 November 777 Whiskey Oscar. Landing light switch, OHP. Center, good afternoon. WOM 777 November 777 Whiskey Oscar passing flight level 27, climbing flight level 160. Off. Flaps, PD. WOM 777 November 777 Whiskey Oscar. Turn left heading 296. Climb to flight level 160. Up 100 KIAS. ECS heading switch. EPR. Vertical altitude. Whoa, 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 whoa. Vertical, schnell runter. Turn left heading 296. Climb to flight level 160. WOM 777 November 777 Whiskey Oscar. Nein. Gebe ich hier weiter. Junge, Junge, Junge. Die ist bei weitem nicht so bequem zu fliegen wie mein Auto. Auto. Power. 150 KIAS. TRQ 36.9 Psi. YD. Yaw damper on AMC. CP. WOM 777 November 777 Whiskey Oscar. Turn right heading 020 for Barrick. 20. Was? Was? 020. Das ist halt 02. Ah, komm schon. So, ja. Turn right heading 020. WOM 777 November 777 Whiskey Oscar. Das Q&H habe ich nicht mitgekriegt. Da muss ich aber geschwind meinen Kabinendruck auch noch anpassen. Also ganz ehrlich, mit der PC-12. WOM 777 November 777 Whiskey Oscar. Turn right heading 013 for Risley. Turn right heading 013. WOM 777 November 777 Whiskey Oscar. Zero, one, three. Kommt gleich durch. 013. Liegt an. So. Ich drehe noch immer an der Höhe. Da gibt es noch keine Methode, wo ich sage, ist mir angenehm. Können wir die Steigleistung ein bisschen erhöhen? Das wäre mir sehr recht. Oder wir haben ja noch ein bisschen Luft nach oben. Ja, wir haben noch Luft nach oben. Gehen wir auf 1000.
Junge, Junge, die Karre. Ja, klar, die Kiste, die ist jetzt schon im Steigflug schneller wie mein C208 im Reiseflug, möchte ich mal behaupten. Wo, wir kratzen hier am Berggipfel entlang, oder? Knapper Überflug, hey. Hui. Ich habe auch ein Scheißwetter hier. Die ist wahnsinnig schnell, die PC-12, hey. Geiles Flugzeug, ganz ehrlich. Gefällt mir wahnsinnig gut. Aber, wir haben jetzt eine schöne Schlägenruck geflogen. Die Karte werde ich nicht, niemals einblenden, nicht. Aber man hat sich das denken können. So, jetzt hoffe ich mal, ich habe das Thema mit dem Kabinendruck im Griff. Jawdamper. Das habe ich auch irgendwo gesehen, den Knopf. Ja, Entschuldigung, ich übe noch. Ich muss das mal irgendwann vernünftig machen, aber jetzt wollte ich einfach nur. Ja, wenn man es jetzt nur wieder fände, gell? Wo ist der Scheißknopf? Ich hab den die Tage schon mal gesehen im Cockpit, wo ich so rumgespielt habe. Da habe ich gesagt, ah, da ist er. Und war furchtbar glücklich, dass ich diesen blöden Jawdamper-Knopf gefunden hatte. WOM777 November 777 Whiskey Oscar QNH 1020 Contact Swiss Radar on 128.05 1020 1020, das passt, das ist Mist. Hallo, Varo einstellen. 1020 passt. QNH 1020 Contact Swiss Radar on 128.05 Goodbye. WOM777 November 777 Whiskey Oscar. So, Radar, kriegt es ein anderes Center. Swiss Radar, jawohl. Good afternoon. WOM777 November 777 Whiskey Oscar passing flight level 90. Climbing flight level 160. On. TRQ, TORC, EIS. WOM777 November 777 Whiskey Oscar, turn right heading 021, climb ITT, turbine temp, EIS. Turn right heading 021, climb to flight level 160, WOM777 November 777 Whiskey Oscar. NG, turbine speed, EIS. Power. TRQ 40. What is the climb? ITT. Turbine temp, das ist längst durch. NG, turbine speed, EIS, power, TRQ 37 side, ITT, turbine temp, EIS, NG, turbine speed, EIS, NP, propeller, EIS, 1700 RPM, N oil, EIS. 10 to 17 side. Cabin alt. Diff press 5.7 side. EPR. 022. WOM777 November 777 Whiskey Oscar. Turn right heading 022 for Risley. Turn right heading 022. WOM777 November 777 Whiskey Oscar. Das muss doch hier irgendwo sein. Outside temperature. Oh ja, wir haben. Sendes. Macht man da jetzt die Icing an oder nicht? Adjust. Cabin contract rate of climb. EPR. Adjust. Inertial separator switch. OHP. Was ist jetzt los? Off. De-icing switches. OHP. As needed. Altimeter QNH top. Ja, ich hab's die Icing doch angemacht. 29.92 top. IPL. Ah.
set. Fuel quantity, EIS. Check. Engine instruments and warning panel. Ja, die Sprit haben wir genug. So, Engine ist alles im Grüne, finde ich gut. Und das Warning Panel haben wir grün. Check. Gut. So. Long Range Cruise Power Setting. Wir haben. Also die Checkliste ist schon übel. Die ist schon übel. Cruise Power Settings. Was haben wir denn da? Wir haben nehmen. Nein! Ach, wieso bist du immer schon. Geh nicht immer gleich weg, hey. Ach, warte mal, ich kann da irgendwo gucken, gell, dass die Checkliste nicht weggeht. Auto Hide. Shave. So, jetzt, lass mich mal geschwind die Cruise Power Settings angucken. Ich möchte eigentlich keine Long Range, ich möchte eine Maximum Power Cruise. Ich bin in 1,6 minus 17 Grad. Kommt hin. Torque 35,5. Können wir also noch ein bisschen was drauflegen. In Ordnung so. FFM. Da geht nur was. Not indicated airspeed. Wieso geht die Anzeige hier nicht? Sehr merkwürdig. Autopilot. Heading Level. Wieso ist hier eine Geschwindigkeit? Und wir haben auch noch keinen Reiseflug hier, wir sind noch im Steigflug. Wir sind ja auch noch im Steigflug, okay. Ja, okay, das sind andere Höhe, wie ich mit meiner Cessna fliege. Ich gebe es ja zu. Das sind auch ein bisschen andere Höhe, wie ich sie mit meiner Cessna gewohnt bin. So. Aber an sich nicht schlecht. Wir sind auf Reiseflughöhe. Und nun in der Mall. Wahrscheinlich können wir jetzt demnächst schon wieder anfangen. Mit der Descent. Vermute ich mal stark. So. Jetzt, guck mal. Ah, das ist doch ein. Tolles Foto mit den Alpen im Hintergrund. Was sonst noch irgendwie was Fotogenes? Nee. Nee, da ist sie im Schatten. Ich hätte sie gerne in der Sonne. So. Guck mal, Pacific Swift. Oh, schön, hä? Tolle Aufnahme. So. Und back to the cockpit. Oh. Ja, das ist halt auch, das ist eine andere Checkliste. Also die 208, die Grand Caravan, die fliege ich zwischenzeitlich fast blind nach Checkliste. Aber klar, das ist halt immer so mit diesen Mustern. So ist es halt, gell? Ja, der Autopilot fliegt. Als zweite auch noch auf dem zweiten Monitor. So. Okay, wir sind jetzt auf dem Weg nach Risli. Und wir haben schon fast 30 Flughöhe erreicht, nicht schlecht. WOM 777 November 777 Whiskey Oscar. Turn left heading tree 50 for Tra. 350. Roger. Turn left heading tree 50. WOM 777 November 777 Whiskey Oscar. Gut. Und jetzt haben wir auch gleich unsere Reiseflughöhe erreicht. Genau. Da klingt das sich aus. Sehr schön. Können wir zum Co-Pilot-Fenster schön ausspiegeln. Machen wir Carenado. Carenado, Carenado, Carenado. Autopiloten. Genau, guck mal, jetzt lass mal hier gucken. Als Passenger rausgucken aus dem Fenster. Passenger left. Hab hier kein Passenger right. Was ist Abitain?
Ah, das ist ein Radar, gell? Gute Sache. Was war das? C. Dann machen wir auch nochmal ein Foto. So, ich traue mich nicht bei diesem Flugzeug die Zeitbeschleunigung anzumachen. Ich mach's trotzdem. Sagten die Moving Map. Wir sind auf dem Kurs nach TRA. Wir sind doch schon fast bei TRA. Wieso zeigt mir dann mein Navi an, dass wir 87 Meter von entfernt sind? WOM 777 November 777 Whiskey Oscar. Expect runway 07. Ja, das war klar, das war der 07. Der nimmt immer die 07. Ich sehe bloß nie Flugzeuge auf der 07 landen. Das ist das Geheimnis, was mich wundert. Ja? Also, Entschuldigung. Soll ich ihm sagen, ich möchte auf der 25 runter? Ja, komm, ich sag ihm. WOM 777 November 777 Whiskey Oscar. Expect Route 1 Whiskey. Runway in use 25. WOM 777 November 777 Whiskey Oscar. Maintain flight level 160. Ja, oh. Hast geschlafen, hä? Expect Route 1 Whiskey. Runway in use 25. WOM 777 November 777 Whiskey WOM 777 November 777 Whiskey Oscar. Turn right heading 066 for Sanji. 066. Turn right heading 066. WOM 777. Ja, ich weiß es auch von den Videos, dass die sagen nur einfach 066 WOM 777. Also ja. Whiskey Oscar Mike 777. Weil die dann zwischenzeitlich, die sagen nicht L, Lima X-Ray dann bei den Schweizern, wenn die LX haben, die sagen aber nur Swiss. Also wäre es bei mir richtig wahrscheinlich, ja, das WOM stimmt schon. Ja, aber das läuft ganz gut bisher. Wahrscheinlich knall ich in Stuttgart irgendwie runter, wie sonst irgendwas. Oh, guck mal. Noch ein paar Alpenaufnahmen. Aber bei der Suppe. Deshalb fliege ich momentan nicht so gern Airliner, weil dann hast du ja wirklich 4 Stunden sowas. Aber ich habe meinen Kabinendruck im Griff. Das macht mich sehr stolz. Der hat mich beim ersten Mal echt, hat mir echt Probleme bereitet. Ich habe das echt verbasselt und bin ganz böse abgestürzt. Was? En route 2 Stunden? Das stimmt aber nicht ganz. Ne, Fuel Reset machen wir nicht. Telefon klingelt, Moment.
WOM 777 November 777 Whiskey Oscar, climb to flight level 170. Say again WOM 777 November 7, WOM 777 November 777 Whiskey Oscar, turn right heading 134, you are 1,100 feet below your clearance altitude, climb and maintain flight level 170. Turn right heading 134, climbing to flight level 170. WOM 777 November 777 Whiskey Oscar. WOM 777 November 777 Whiskey Oscar, turn right heading 088 for T-Knox. Turn right heading 088, WOM 777 November 777 Whiskey Oscar. WOM 777 November 777 Whiskey Oscar, maintain flight level 170. Flight level 170, WOM 777 November 777 Whiskey Oscar. Jetzt ist die große Frage, warum diese Kiste immer die Höhe verbasselt. Hä? Der ist 600 unter Soll.
WOM 777 November 777 Whiskey Oscar. Turn left heading tree 5 tree for Hughes. Tree 5 turn tree. Left heading tree 5 tree. WOM 777 tree November 777 tree. Whiskey Oscar. So, wie gewünscht, haben sie uns auf die 2.5 umgeleitet. Ich sehe gerade, jetzt haben wir gerade eben diesen schönen Bogen geflogen, dass wir auch... jetzt geht es erstmal Richtung Reutlingen. Okay, und dann schwenken wir ein. Aber es sollte jetzt nicht mehr allzu lange dauern, bis wir da sind. WOM 777 November 777 Whiskey Oscar. Climb to flight level 180. Climb to flight level 180. WOM 777 November 777 Whiskey. WOM 777 November 777 Whiskey Oscar. QNH 1018. Contact Stuttgart approach on 125.05. Expect route 1 Whiskey. Runway in use 25. Bye. QNH 1018. Contact Stuttgart approach on 125.05. Expect route 1 Whiskey. Runway in use 25. WOM 777 November 777 Whiskey Oscar. So, jetzt wäre es mal an der Zeit vielleicht, dass ich mir... Deshalb habe ich ja die 2.5 mir ausgesucht. Jetzt brauche ich mir das ILS von der 2.5. Das finde ich wo? Langen Radar. Ne, bewegen will ich einen nicht. Oh, scheiße. Nein, nein. So, noch 36 Meilen und ich finde es scheiß. Ich habe keine IFR-Frequenz für Stuttgart. Weil ich nämlich schlauerweise mein das da habe ich gesucht. ILS K3 199. Wir brauchen NAV 1. Dann nehmen wir hier die 109. Also das Funkpanel ist echt super. Ich kann es jedem nur empfehlen, ganz ehrlich. So, 199 ILS ist drin. Ah ja, ich könnte jetzt faulerweise klicken. Aber am Knöpfchen zu drehen macht einfach mehr Spaß. So. Wo sind wir denn? Ja, jetzt wird's absehbar. Okay. Also, das zwischen dem. Dass er immer so flackert zwischen dem Monitorwechsel. Wenn da jemand einen Tipp hat, immer her damit. So. Was sagten die Descent?
Diesen Speed 190 Knoten, 500, ach 500 Fuß, okay. Power adjust, the cabin all difference pressure, das adjust, das passt. No smoking, fasten Seatbelt ist okay, Fuel ist in Ordnung. Altimeter haben wir angepasst, die Icing Switches, wie wir es brauchen. Engine Instruments and Warning Panel Check. Okay, das kriegen wir hin. Genau, Request Landing Clearance. Das muss ich rauslöschen aus der Datei. Das geht mir auf die Nerven, hey. Okay, die Schalter sind an. Initial Separator is needed. Dann lassen wir mal... Ja, wie ist das Wetter in Stuttgart? Ich habe jetzt gar nicht geguckt. Okay. Wichtig sind die Flaps, genau. 163 und ab 130 dürfen wir sie weiter runterlassen. Okay. Autopilot aus. Final Approach Speed. Düdel 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 dü. Ah jo, das sieht ganz gut aus. Oh, Stuttgart. Stuttgart Approach oder was? Entschuldigung. Stuttgart Approach. Good afternoon. WOM 777 November 777 Whiskey Oscar passing flight level 178 descending flight level 90. Was? Ach, sorry, from a nine, descending. WOM 777 November 777 Whiskey Oscar turn right heading 028 descend flight level 90. 90. 90. Descend. Turn right heading 028. Okay, wir drehen nach links. 028. Halt, das war zu viel. 028. Und dann geht's abwärts. Altitude Selector. Read back. Right. Turn right heading 028. Flight level 90. WOM 777 November 777 Whiskey Oscar. Ganz ehrlich. Da, mit dem Knopf bin ich echt nicht zufrieden. WOM 777 November 777 Whiskey Oscar. Turn right heading 044. 044. Turn right heading 044. WOM 777 November 777 Whiskey Oscar. Geh mal ein bisschen mit der Torque zurück. Die Frage ist, bis wann muss ich da unten sein? Lass mal nochmal die Descent Rate angucken. Checklist, Descent. Power. Minus 500 feet per minute. Okay. Ja gut, also ich sink jetzt mit 700. Das ist in meinen Augen auch in Ordnung. Weil ich hab's Gefühl, sonst komme ich da gar nicht rechtzeitig runter, oder? Da müsste ich mir mal nochmal das Manual von dem guten Flugzeug zu Gemüte führen. WOM 777 November 777 Whiskey Oscar. Turn left heading 024. Turn left heading 024. WOM 777 November 777 Whiskey Oscar. Also die Descent geht schon arg langsam von sich, ganz ehrlich. Ich würde jetzt da nochmal ein paar Brickets auflegen, ganz ehrlich. WOM 777 November 777 Whiskey Oscar. Descent flight level 42. Das ist nämlich genau das. Flight level 42. WOM 777 November 777 Whiskey Oscar. Das ist genau das. Ich kann gar nicht so schnell sinken, wie die das wollen von mir. Also ich sink jetzt mit wirklich 1200 Fuß die Minute. Das ist mehr als doppelt so schnell wie geraten. Also auch hier, ich habe irgendwo meine Procedures, muss ich mir angucken.
Naja, also. Puh. Das ist sportlich auf 4-2 runterzukommen. Ich muss mal noch durchlesen, was die unterschiedliche. Dass das Drücke beim Autopilot den Side-Tunnel bewirbt. Weil wenn du einmal drückst, blinkt er bloß, beim zweiten Mal leuchtet er und dann ist er an. Blinke Standby oder sowas. So. Das ILS ist eingestellt. Und wir drücken. Klick. ILS ist aktiv. Und dann nachher, wenn wir in Richtung von dem Ding fliegen, dann versuchen wir mal, also wie bei der 208, da hat es nämlich ganz toll geklappt, den Leitstrahl zu hängen. Wir haben EDDS Runway 25. So. So, ich habe ja nebendran das Gleitpfaddiagramm aufgemacht. Jetzt geht's in die Suppe. Jetzt wird's duster. Na dann. Jetzt bockelt ein bisschen, muss ein bisschen näher ran. Okay, Geschwindigkeit ist. Geschwindigkeit. Ah. Ich halte so um die 200 Knoten. Das ist in Ordnung, aus meinem Auge. Okay, jetzt haben wir durch die erste Schicht sind wir durch. Wir sind arg dicht dran an der Runway und nur arg hoch. Hier sind wir nur auf 12.000 Fuß. Ah, guck mal. Was war denn das jetzt? Wo bin ich denn da jetzt durchgeflogen? WOM 777 November 777 Whiskey Oscar. Turn left heading 013. Super, jetzt lotst es mir in der Leitstreibe noch viel zu hoch. Wie soll denn ich da Turn rechtzeitig. left heading 013. WOM 777 November 777 Whiskey Oscar. Da komme ich ja niemals rechtzeitig runter, weißt du? Ich bin ja nicht mal ansatzweise im ILS. Wie schon gesagt, wir sinken hier mit 1200 Fuß in der Minute. Ich brauche ja trotzdem jetzt noch 10 Minuten, bis ich da unten bin. Aber gut, dass ich mich auf 1,8 auf. Ja, genau. Auf FL 180 hochklassen habe. Ich brauche noch mindestens 10 Minuten, bis ich unten bin. Na, jetzt nur 6 Minuten. 4,2. WOM 777 November 777 Whiskey Oscar. Jetzt geht's ins Turn Ding rein. left heading tree tree tree. Ja, super, jetzt geht's stockvoll ins ILS rein. Ich bin auf 10.000 Fuß. Turn left heading tree tree tree. WOM 777 November 777 Whiskey So, Kurs Oscar. liegt an. Oh, in Stuttgart ist schlechtes Wetter. Mach schon ein paar Fotos hier. Schnell, schnell, schnell. Ah. Schon wieder Suppe. Schade, ich hab's verpasst. Ja, jetzt sind wir auf Höhe vom ILS. Wir sinken weiter. WOM 777 November 777 Whiskey Oscar. Turn left heading 259er. Cleared for ILS approach runway 25. 259er. Contact tower on 118.8. When established, 5. Turn left heading 259er. Cleared for ILS approach runway 25. Bin viel zu hoch. Contact tower on 118.8. When established, goodbye. WOM 777 November 777 Whiskey Oscar. Stuttgart Tower, good afternoon. WOM 777 November 777 Whiskey Oscar approaching runway 25. WOM 777 November 777 Whiskey Oscar, identified. Continue your approach. Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt bin ich 10 Meilen und ich bin über dem Gleitstrahl. Wir haben noch ein paar Meilen, aber. Ja. Vor allem, ich bin laut, also wenn es nach der Karte geht, bin ich total neben dem ILS. Wenn
Wenn es nach der Moving Map geht, bin ich komplett daneben. Jetzt fängt der ILS-Leitstrahl an und jetzt. Oh, ich bin arg schnell. Kann man schon die Autobahn sehen? Wo ist die Autobahn? Ist der Neckar? Kollege, ich bin ein paar Meilen. Nee, beim Kurs, hä? Stimmt doch was nicht. Ja gut, der Approach ist halt falsch. Jetzt wird's aber. Jetzt wird's knapp. Bin in der 5-Meile-Zone viel zu weit über dem ILS. Und guck mal, was da ins Bild kommt. Guck mal, was da unten ins Bild kommt. Das ist. Das ging doch. Also. Jetzt hat mich also dieses 124th ATC hat mich jetzt echt enttäuscht, gell? Das hat mich jetzt echt enttäuscht. Da unten ist der Flughafen Stuttgart. Das hat mich jetzt echt enttäuscht. Ja, mein Fahrwerk ist doch eingefahren. Hä, wieso ist mein Fahrwerk draußen? Hä, wieso ist das Fahrwerk jetzt rausgegangen? So, mir. Tower, going around. Missed approach. WOM 777 November 777 Whiskey. Also das war jetzt Katastrophe. WOM 777 November 777 Whiskey Oscar. Das turn left heading 145. Climb and maintain flight level 90. Contact Stuttgart approach on 125.05. Weißt du was? Der kann mich am Arsche lecken. Ich flieg das Ding selber jetzt da rein. Und zwar drehe ich einmal rum und komme auf die. So. Ich gehe jetzt runter. Das ist Fahrwerk draußen, war das fürs nächste. Ich flieg den jetzt IFR den Scheiß her. Jetzt hat mich das Ding ein letztes Mal verarscht. So. Schnell die Kiste. Klar, man sieht denn wirklich viel. Wahrscheinlich bin ich viel zu tief für einen Turboprop. Aber das lassen wir jetzt. So, na, jetzt sind wir gnadenlos. Zurück die Kiste da jetzt rein. Fertig aus, hey. Jetzt sind wir fast 10 Meiler wieder weg. Sind auf 3000 Fuß. Ist das Schloss Solitude, ja. Jetzt drehen wir halt. Die hat schon Kraft, die Maschine. Ja, das ist Schloss Solitude. Jetzt drehen wir. Da hinten ist schon wieder Flugplatz.
Flughafen. Entschuldigung, ups, wir sind. Ich stelle sie zu weit an gerade. So, jetzt wären wir im ILS-Leitstrahl. Ich drehe noch weiter. Runway ist aktiv. Dann sage ich ihm, ich fliege einen Approach. Noch ein Stück in die Richtung, hä? Wo ist der Flugplatz? Habe ich einen Lock? Habe ich einen Lock? Nee, ich habe keinen Lock, so wie es aussieht. Ich habe keinen Lock, oder? Nein, ich habe keinen Lock. So, jetzt nehmen wir mal Tempo raus. What the matter? Wieso ist das mein Fahrwerk? Das ist dein Problem. Ich bin zu schnell. Ich bin zu schnell, ich bin zu schnell, ich bin zu schnell. Hat er mich? Landelichter an. Klappen. Ja, ist recht. Klappen full. Fahrwerk raus. Jetzt können wir die Paprika jetzt auflegen. Und die 100 Knoten. Wow, was ist jetzt los? Scheiße! Oh, Katastrophe! Meine Güte, da ist jetzt aber einiges kaputt gegangen, würde ich mal sagen. WOM 777 November 777 Whiskey Oscar. Contact ground on 118.6. Bye. Turn left heading 145. Climb and maintain flight level 90. Contact Stuttgart approach on 125.05. Warte mal, Trent. WOM 777 November 777 Whiskey Oscar. Jetzt macht's auch nichts mehr aus. Jetzt kann ich auch fahren wieder hinkommen, ganz ehrlich. Alter, wieso ging der so stark nach. Wieso hat er so stark nach Backbord übergeschwenkt, hä? Leck mich am Socke. Also, ups, hey. Die letzte Landung war ein bisschen besser. Ich habe mich zu sehr aufs Ding verlassen. Ich gebe es zu. Ich habe mich zu sehr aufs Ding verlassen. Auf das ILS. Das ist das Gewackel beim Bremsen, das geht mir schon auf den Nerven, ganz ehrlich. Also, da muss ich mal der XP Realistik nochmal um einstellen. So, naja. Ups. Also, von der. Was der reine Flug anbetrifft, war das echt gut. Ich hatte auch meinen Kabinendruck im Griff. Aber woran wir noch üben sollten, ist die Landung. So. Dann fahren wir mal zum GA-Parking. Und ja. Ach komm, da ist leer. Warum auch immer. Eigentlich sollte, deshalb habe ich teures Geld gezahlt für World Traffic. Eigentlich sollte World Traffic mir hier GA-Maschinen hinzaubern. Hat es aber auch nicht getan. So, Parkbremse ist gezogen. Parkbremse ist set. Oh, okay. Jetzt lassen wir schon die Checklist. Machen wir die Kiste noch ordentlich aus. Power. Ground. Achso. Condition lever. Cut off. Passwing no SMKG switch. OHP. So, jetzt haben wir das dann gleich durch. Power Ground. Power Ground, Power Ground. Achso, okay, das ist gerade automatisch oder was? Gut.
Off. Seat switch, OHP. Off. Cooling and heating switches, OHP. Off. STBY bus switch, OHP. On, up. Oxygen lever, PD. Off. ECS switch, EPR. Off. All radio and system. Fürs nächste Mal gilt, Landungen üben wir nochmal. Das hat jetzt nicht so gut funktioniert, ganz ehrlich. Naja, dann machen wir aus die Kiste. Lichtlein aus. Die Icing machen wir aus. Die Fuel Pumps machen wir aus. Dann machen wir die Master Switches aus. Und die Ding können wir resetten. Jetzt ist sie eigentlich aus. Standby Bus on. Master Power Emergency off. Ne, ist ja alles aus. Okay, gut. External Power. Haben wir External Power? Wir haben jetzt sogar External Power. Brauchen wir aber nicht. So. Okay, dann noch geschwind schauen wir es uns an, wie es jetzt von außen dasteht. Schön. Damit ist sie zu Hause. Gut. Ja. So, weiter mal. Aber wie schon gesagt, die Landung, die war definitiv nix.